bist ihn endlich los. Mein Held. Harry. Wir müssen ihn vernichten. Er ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich verlierst. So wie ich. Pete. Bitte. Du verstehst nicht. Connor sagte, es ist... Ich hab dich gerettet! Und mich rettest du nicht! Willst du, dass ich sterbe? Bist du? Oh Gott. Nein! Tu ihm nichts weh! Damit willkommen zurück bei Spider-Man 2. Wir sind in der Haut von Venom bzw. Harry Osborn. Der Symbiont konnte sich befreien, nachdem Harry auf das Glas geschlagen hat, in dem der Symbiont war, bzw. in dieser Kapsel. Und wir spielen mit Venom selber. Ich dachte, wir spielen mit Peter, aber geil. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt Kanon ist, was hier passiert. Weil Venom ist ja eigentlich Eddie Brooke. Aber dass wir jetzt, wie gesagt, mit Venom spielen, finde ich sehr geil. Und es gibt ja auch eigene Comics. Es gibt ja auch eigene Comics mit Venom. Und er gilt ja eigentlich auch mehr so als, ja, Anti-Held, wenn man so möchte. Also, Venom an sich ist zwar schon ein Antagonist, also er ist böse, definitiv. Ein Superschurke. Und einer der stärksten im Spider-Man-Kosmos. Aber man muss sagen, die Attacken hier von Venom, das ist schon sehr geil. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und es gab ja auch die Venom-Filme mit Tom Hardy ist es, glaube ich. Ja, die haben, also ich fand, der erste war noch vollkommen in Ordnung. Den zweiten habe ich zwar gesehen, aber nur bis zur Hälfte. Aber ich habe ihn nicht komplett fertig geguckt, weil ich dann eingeschlafen bin. Aber ich werde ihn auch nochmal nachholen. Aber ich finde, von den ganzen Antagonisten, die Spider-Man so hat, ist Venom einer meiner Lieblingsantagonisten. Eins packen. Wer die Kontrolle hat! Während Gegner festgehalten wird. Viereck angreifen und R1 werfen. Bam. Der hängt sich da durch!
Harry weiß natürlich gerade überhaupt nichts, was er tut, weil er ist nicht Herr seiner Sinne. Venom hat die komplette Kontrolle übernommen. Ich meine, man sieht's ja. Sind ja im Venom-Modus. Aber wie spiel mit Venom? Wie cool ist das denn? Venom kann ja auch springen. Aber das Spiel ist nicht R-rated, das heißt, wir sehen nicht, wie Venom jemanden wirklich so tötet. Aber der schreckt nicht davor zurück, also er ist nicht unbedingt auf der Seite der anderen. Sehen. Er hat auch so Art Spinnensinn. Die Birkenkräfte, wenn man so möchte. Was den Birkenkraft also, ja. Ähnlich wie der Spinnensinn. Aber mal so richtig rumwüten. Venom ist im Vergleich zu Peter schon stärker, was körperliche Kraft angeht. Aber Peter ist dafür schneller. Ich werde schießen. Okay, schieß. Dann bekommen wir mal die ganzen Sicherheitskräfte her. Ja, und Kraven hat dann natürlich sehr Bock auf Venom. Ein neuer Gegner, der noch stärker ist als Spider-Man. Wir wollen nicht gerettet werden. Bin ich. Toll, jetzt bin ich komplett runtergefallen. Hallo. Er steht noch. Ach was. Feuer! Er kriegt jeden Moment zu Boden. Passt auf! Bitte, bitte. Ich kann nicht aufwachen verlieren!
Okay, jetzt gegen Cravens, Leute. Das war im Tutorial für Venom, jetzt geht's richtig rund. Etwas Besseres. Also sie denken, es sei Spider-Man, eben weil er ja auch schwarz ist natürlich, der Symbiont. Und das Logo halt, ne? Spider-Man-Zeichen. Auf ihn! Seht euch das an! Nicht eine Spur von Angst! Weil er imitiert ja auch die Kräfte unter anderem von Spider-Man, wie das Schwingen zum Beispiel oder erhöhte Sprungfähigkeit, sowas halt. Aber durch den Hass und die Energie von jetzt in dem Fall Harry, dann hat er halt diese unglaublich unbändige Kraft. Weil er nährt sich halt dann auch an den Gefühlen seines Wirts. Raven kommt persönlich, um sein Geburtstagsgeschenk auszupacken. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir als Venom gegen Kraven, der Hunter. Der Kampf macht schon echt Laune. Einfach pure Action, pure Zerstörung. Ah, hat mich erwischt. Vor allem wie klein Kraven ist. Also Venom ist schon groß. Kraven ist jetzt auch nicht gerade ein kleiner Mann. Also er ist, glaube ich, schon, weiß ich nicht, entweder so groß wie ich, so 1,87, 1,90, vielleicht auch 2 Meter. Da müsste Venom, glaube ich, irgendwie so... Ja, 3 Meter ungefähr würde ich sagen. Oh nö, nicht die Zunge! Er hat ihm die Zunge abgeschnitten. Aber die wächst nach. Venom ist wie eine Echse. So, zweite Phase. Aber Kraven kämpft gut, muss man sagen. Aber er hat gegen Venom halt einfach keine Chance. Es gibt auch Venom-Heilung. Schade, dass es wahrscheinlich nur bei dieser Sequenz bleiben wird mit Venom, aber wer weiß. Vielleicht ist Venom der Held der Geschichte.
Weil Venom wird keine Gnade zeigen, so wie Peter. Das cutten sie weg? Ach, komm schon. Ja, wobei, Spider-Man 2 ist ab 16, sehe ich gerade. Ah, okay. Aber komplett, wie gesagt, R-rated, also USK 18 ist es nicht. Aber ja klar, man sieht ja auch Blut hier und da. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen brutaler als noch der erste Teil oder Miles Morales. Halt auch wegen Venom, weil er einfach eine blutrünstige Bestie ist. Zu tun, was wir immer wollten. Wir führen die Welt. Heilen. Wie? Ich zeige es dir. Wie soll ich dich da draußen finden? Die EMS-Ausweise können Hochfrequenz. Wenn Harry seinen Ausweis bei sich hat, kann ich ihn mit Satellitenschüsseln aufspüren. Oscorp-Netz anzapfen. Bitte hab noch den Ausweis. Gut, dort ist ein starkes Signal. Ich muss weiter. Okay, wir können nur die Mainquest aktuell machen. Ich habe übrigens den schwarzen Anzug an, weil ich den echt cool finde. Das ist der Oldschool-schwarze Anzug. Den man auch aus den Spider-Man-Comics kennt. Das Signal bewegt sich. Harry muss sie noch bei sich haben. Ja,
Ich war so fies zu Harry, als ich den Anzug hatte. Ich muss ihn finden. Aber Pete, du warst doch nicht Herr deiner Dinge. Deiner Dinge, genau. Du warst nicht Herr deiner Sinne. Also, was... Ich komm näher, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Halte durch. Wir befreien dich von diesem Ding. Gemeinsam mit deinem Dad und Dr. Connors bringen wir dich in Ordnung. Da hinten. Irgendwie. Das Signal ist stehen geblieben. Bleib dort, Kumpel. Orten wir seinen Standort etwas genauer. Er muss unter der Überführung sein. Vielleicht sollten wir noch Malz zur Hilfe holen. Wie wär's damit? Ah, das sieht eindeutig aus, als wäre Venom hier gewesen. Jo. Noch weiß aber Peter. Noch weiß Peter nicht, dass es Venom Harry, ist. Harry, bist du hier irgendwo? Das ist Symbiont-Ablagerung. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Wenn ich zu ihm durchdringen kann, wird er auf mich hören. Ja, da bist du. Harry? Ich bin's. Hey, Harry. Kannst du mich hören? Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Harry? Du bist nicht. Ich könnte zusätzliche Symbiontenstärke jetzt gut gebrauchen. Die sehen ja geil gemacht aus. Na toll. Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbionten verwandelt? Nee, nicht Harry war das, sondern Venom. Er ist ein eigenständiges Wesen. Einen habe ich wohl befreit. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Alles wird gut. Hoffe ich. Die Dinger sind heftig. Ich brauche Miles Hilfe. Du bist bei Miles. Das was hilft. Miles, es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komm klar, aber es ist, als würde ich... Was? Zero-Foxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten. Ja, ja, ich weiß. Ruf mich an! Und aus Versehen hier in die Richtung. Okay, lass die Symbionten kommen. Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft! Ich sehe nichts. Wow. Ist alles in Ordnung? Miles, ich brauche deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Ihr seht jetzt, wie der in der Haut von Miles war. Also, guck mal, was einen slicken Anzug ich anhabe. Erkennt ihr, wer das sein soll? Schreibt bitte gerne eure Antworten in die Kommentare. Haben dich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Aber die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich habe eine Messer. Ihr kennt ihn garantiert. Ich kann den Klang der Glocke nachbilden und gegen Harry und seine Armee richten. Den habe ich bekommen, beziehungsweise der wurde freigeschaltet, kurz nachdem ich diese Brugel in Vision Sidequest fertig gemacht habe. Das kannst du gerne dem Aufnahmegremium vom College sagen. Vor allem heißt der beste Anzug aller Zeiten. Also beste aller Zeiten Anzug. Ja. Nach der Brooklyn Vision Sidequest wurde ein Anzug freigeschaltet, nämlich dieser hier. Habe ich erstmal so ein bisschen an Captain America gedacht, wegen dem Stern und dem Blau. Aber ja, den Anzug finde ich noch besser, vor allem in Gelb. Was gibt's, Genki? Da bist du ja. Deine Mutter und Wir ich... Wir haben dich gesucht. Und ich habe euch gesucht.
Ich habe eine Nachricht geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss noch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann. Genau. Den Anzug finde ich halt richtig geil. Warum sieht er halt überhaupt nicht nach Spider-Man aus, sondern nach jemand anderem? Aber dann dachte ich auch so, ja klar, Marvel-Superhelden. Ich sollte schnell zur Werft und die Sounds aufnehmen. Okay. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? Perfekt. Die gleiche Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Magnet. Der Container sieht gut aus. Den fallen zu lassen gibt einen schönen Klang. Okay, und jetzt? Ja, aufgenommen. Wow. Symbionten. Auch das noch. Wie sind sie so schnell hergekommen? Das ist die Fähigkeit, die mir noch gespielt hat, quasi einen Venom-Sprung. Sorry für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Pete hatte recht. Die Dinger sind zäh. Das sind wahrscheinlich jetzt die stärksten Gegner im Spiel. Den Mix beenden, bevor noch mehr auftauchen. Jetzt die Glocke läuten. Da ist der Motor, aber ohne Saft. Dann geben wir ihm mal Saft. Bam. Na also. Ja, das Echo ist drauf. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel... Ein Hubschrauber? Ein Hubschrauberrotor. Ah ja. Ich muss da hoch. Ich muss ganz nah an den Rotor. Ja, geschafft. Oh nein, da kommen noch mehr. Oh, es gibt neue Symbionten. Die sind pink. Wo kommen die her? Ah, das eine sind männlich und das andere sind weiblich, wie es aussieht. Komm drüber. Spider-Man! Symbionten folgen mir nach Uptown. Ich brauche Hilfe. Bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da habe ich eine Idee. Bin gleich da. Okay, die hängen auch dort und schießen. Aber dass Venom andere Symbionten erschaffen kann, das wüsste ich jetzt auch spontan nicht, ob das wirklich Kanon ist. Also, ob das wirklich so akkurat ist mit den Comics. Gerade ist kritisch aus. Okay, zack. Man hat gesehen, es hat gerade einen Sound gegeben. Finden die nicht gut. Ja.
Komm schon, Pete! Wo bleibst du? Bin da. Was war? Sehr witzig. Ich übertrage diese Geräusche. Ich hoffe, dass... Komm schon, komm schon! Los! Okay, jetzt haben wir... Dein Erschütterungsstoß wurde zum Schallstoß verbessert. Setze ihn gegen Symbionten ein, um sie kurzzeitig angreifbar zu machen. R1 plus Geiz. Ah ja. Sehr geil, das nutze ich öfters. Gute Arbeit, Miles. Retten wir diese Leute. Sehr schön. Das heißt, wir können das auch gegen Venom ansetzen. Aber ob das ausreichen wird, ist halt die Frage. Das ist schon besser. Vor allem, da ich dieses Gerät auf Maximum gelevelt habe. Es geht doch nicht vor! Geschafft! Ich habe den Sanitätern die Position markiert. Wenn man hier diesen Dingern zu nahe kommt, explodieren die auch. In der U-Bahn ist die Hölle los. Wir kommen nicht weiter, weil Glibber an den Schaden. Genki? Sind im Frederick Douglass Circle. Wir sitzen viel. Genki, sind unterwegs. Gut. Beeil dich, Nico. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wieso macht Harry das? Wieso erschafft er diese Dinger? Ich glaube nicht, dass Harry das macht. Nicht der, den ich kenne. Wer denn dann? Der Symbiont? Ja. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, er will sich ein neues Zuhause erschaffen. Das könnte gut möglich sein. Aber wie es nun mit Spider-Man und Venom weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Spider-Man 2. Jetzt beginnt, glaube ich, so ein bisschen die heiße Phase des Endgames, dieses Spiel. Und ich bin schon mal sehr gespannt, weil Kraven ist nicht mehr. Also definitiv nicht. Und ja, der große Antagonist und der finale Bossfight wird wahrscheinlich gegen Venom stattfinden. Mal gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Spider-Man 2.